Augen auf, Wrecker. Willkommen zurück zu Battlefield 4. Die werden uns nichts tun. Wie geht's? Du? Okay. Passt doch auf! Weg vom Fenster! Das ist gefährlich! Haltet euch vom Fenster fern! Alter, der hat ein fettes MG! Ey, genau! Zum Fluss, aber Cheng hat Panzer. Niemand kommt in die Stadt rein oder raus! Wir müssen zum Fluss. Niemand! Gibt's hier Panzerabwehrraketen? Da ist eine? Wie? Wir wehren uns ab. Chengs Truppen sind zu stark. Wir hängen fest und brauchen eure Hilfe. Wo ist ihr Panzerabwehr? Los, Wrecker, Bewegung! Ja, habe ich das jetzt übersehen? Mit was denn? Habe ich jetzt... Ach so. Okay. Moment. Da hinten ist irgendwas. Da ist ein Gadget oder irgendwie so. Wie sind wir in der Zeit? Nicht gut, glaube ich. Wir erledigen ihn und sehen zu, dass wir auf dem Fluss aus der Stadt rauskommen. Okay. Der patrouillierende Panzer ist uns im Weg. Ja, der Panzer könnte ein Dorn im Auge werden oder auch im großen Zeh. Mal gucken. Wie kann ich denn den zerstören jetzt hier? Du weißt, der weiß schon, dass er gerade der Panzer kommt. Ja, Peck, genau. Moment, soll ich den jetzt überhaupt folgen? Wartet mal kurz, ich gehe mal hier ins Haus rein. Ich will mal gucken, ob hier was ist. Immerhin sollen wir den jetzt zerstören. C4 bestimmt. Ah ja, aha, okay. C4 Sprengstoff. Ja, das nehmen wir doch. Ja, das nehmen wir doch. Doch sehr gerne. Na, dann wollen wir mal. Heranpushen an den... Gibt es hier noch einen anderen Weg raus? Was war bei C4? Linke Maustaste, C4 platzieren ist rechts und links ist sprengen. Okay. Ich würde mal sagen. Wo ist denn der Panzer eben blank gefahren? Ja, mal gucken, wo ich den hier abfahren kann. Fährt denn der lang? Da ist er. Stehen. Reicht einer? Los, eins noch. Bleib stehen. Wie ich hier den Panzer hinterher gucke. Na egal. Sprengen. So, okay. Ich glaube, mit 2 C4 wäre es im Multiplayer, glaube ich, nicht gegangen. ich dachte, bleibt noch kurz stehen, aber nein. Na gut. Muss halt so gehen. Okay. Noch einer. Moment. Ich brauche immer wieder ein bisschen C4 hier. Ich versuch's. Aber nicht so, mein Freundchen. Fährt denn der jetzt lang hier? Jetzt fährt er da außen lang, oder was? Oh, jetzt fährt er hier wieder außen rum. Och, Mann.
Gut, dann glaube ich mal wieder hier rum. Reicht so auch ein C4? Ich weiß es nicht. Ja, ich versuch's ja. In der Panzer mal stehen bleiben. Na komm. Tuck, 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 tuck. Tuck, 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 tuck. Na komm her, mein kleiner Panzer. Komm zu Papa. Unsere Fingernägel sind übrigens ziemlich schmutzig, will ich mal gerade so feststellen. Okay, da kommt er. Psst, 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 psst. Der Buschmann. Ja, ja. Also wenn das nicht genug ist. Hui! Sehr gut. Ja gut, hätten wir dann auch. Und was? Scout Elite haben wir bekommen. Die Waffe kenne ich ja noch nicht. Wie gehört? Heißt die echt so Scout Elite? Okay. Sniper oder was? Los, wir müssen ein Boot besorgen. Hier, Wagen mit dem Kennzeichen nicht vorhanden. Licht ist an, wollte ich noch Bescheid sagen. Was sagt ihr? Ich glaube, sie helfen uns. Wie schnell, wie das Boot fährt. So schnell. So ein Fischkutter. So ein komischer. Na gut. Nach dir, Wrecker. Ach da. Hi ho! Hi ho! Hi ho! Wir sind vergnügt und froh! Ab geht da! Fortress, hier ist Tombstone 4. Wir kommen in einem zivilen Boot. Over. Hier, Fortress. Okay, Beeilung! Die alte Rostschüssel ist nicht gerade ein Speedboat. Over. Hier ist Fortress. Steht ihr unter Beschuss, Tombstone? Ich wiederhole, Tombstone, steht ihr unter Beschuss? Gebt mir einen Lageberg! Holy! Alter Vater! Alter, was hier abgeht! Ein EMP-Schlag. Der zerstört Elektronik, keine Menschen! Wir müssen die Leute hier raus und in Sicherheit bringen. Fortress, hier ist Tombstone, komm! Scheiße! Alter, was war das denn für ein EMP? Das war ja riesig! Die ganzen Leute, die setzen auf den Präsentierteller! Folgt uns! Wir bringen euch in Sicherheit! Irish, was machst du denn? Wir können sie nicht einfach hier lassen, Pack! Folgt uns! Wir bringen euch zur USS Mercury! Bist du nicht ganz dicht, Irish? Ich bin völlig klar im Kopf! Folgt uns! Ihr müsst uns folgen! Wir bringen euch in Sicherheit! Los! Fortress, hier ist Tombstone, kommen, over! Fortress, hier ist Tombstone, kommen! Was geht da bloß ab? Beeilen Sie sich, Doktor! Ich versuche es, Sir, aber ich muss noch viele Flüchtlinge behandeln. Wissen Sie, wie viele an Bord gekommen sind? Ich schätze 350 bis 400. Sie bekommen bald genaue Zahlen. Wäre das alles? Ja, Sir. Wie steht es um eine Anfrage nach mehr Hilfskräften? Tut mir leid, Doc. Sie müssen mit dem auskommen, was Sie haben. Vielleicht kann uns die Titan helfen. Ei, ei. Und, Sir, es schmeckt nicht allen, dass wir die Flüchtlinge aufgenommen haben. Aber ich halte es für eine gute Tat, wenn ich das so sagen darf. Danke, Lieutenant. Alter Verwalter, ey. Das Battlefield haut da ganz schön in raus, oder? Ist ja schon krass, ey. So. Jetzt scheinen wir wohl auch an Bord zu sein. Alter, du hast um dich geschlagen. Schlecht geträumt? Schlafrotation in 10. Ich bin eh schon seit 2 Stunden wach. Ein Wunder, dass du nach der Sache überhaupt schlafen kannst. Es ist scheiße heiß hier drin. Es gäbe überhaupt keine Luft auf dem Schiff. Übrigens,
Irish war hier. Wollte dich nicht wecken. Ich sag's dir, Mann. Du musst schlafen, solange du kannst. Peace, Wrecker. Okay, wir sind jetzt hier auf dem Schiff der USS Valkyrie. Und wir sollen Irish finden. Aber wir können uns auch ein bisschen erstmal hier auf dem Schiff umschauen. Hallo? Aber die Motoren laufen wenigstens noch. Diesel sei Dank. Warum das? Keine Zündkerzen. Zum Glück liefen die Motoren, als uns das EMP traf. Die wurden nie abgeschaltet. Ach so. Hat jemand den Schlüssel verloren? Ah, okay. So, wollen wir mal hier durch? Uah! Oh, schön. Vor 100 Jahren hätten wir sie am Arsch gehabt. Cool, ey. Ich weiß nicht, ob sie Chinesen waren. Willst du wetten? 100 Mäuse, dass sie es waren. Wenn wir uns mit der Titan treffen, wissen wir es mit Sicherheit. Hey, Station 6! Seht ihr was? Negativ, wir sehen nichts, aber ganz in der Nähe muss Land sein. Meinst du wegen der Möwen? Wir können immer noch auf die altmodische Weise navigieren. Hat Garrison die alten Karten schon rausgeholt? Zurück an die Arbeit! Ja, so ein paar Gespräche hier. Können wir auch hier weiter? Ne, können wir natürlich nicht weiter. Ist wieder sehr geradlinig hier alles. Jeder, der Mandarin spricht, meldet sich umgehend beim Befehlshabenden. Okay, dann wollen wir mal weiter hier. Okay, das EMP hat uns übel erwischt. Sergeant, der Tag ist noch lange nicht vorbei. Trevor, gehen Sie mit Ihren Leuten runter zu den Generatoren auf L4. Die Hydraulik steht. Okay. Die besprechen hier, wie sie die... Upsi, können wir hier weiter? Verstanden? Nö. Als nächstes müssen wir die Klimaanlage und die Filter wieder zum Laufen bringen. Team Powers, ihr kümmert euch drum. Also, die wollen ja die Probleme, die Schäden auf dem Boot wieder reparieren. Verständlich, muss ja auch wieder alles laufen hier. Sind ja immerhin jede Menge Menschen jetzt auch hier an Bord. Hi. Na... Alles klar. USS Titan. Wrecker, leg Irish an die Leine. Ihr Clowns bringt die halbe Stadt mit an Bord und macht uns zu einem Auffanglager für Leute, die uns einen Dreck angehen. Sie sind der Feind, verdammt. Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema jetzt. Wie geht man jetzt mit den Leuten da um, ne? Dann hast du es nicht mehr an der Backe. Okay, wir gehen mal weiter. Boah, das ist natürlich immer ein Riesenschiff, ey. Wenn man hier die ganzen Enggänge. Das Pack. Ich glaube, also ich würde auf so einem Schiff alles so eng und dann. Boah, ich glaube, das wäre nicht so für mich, ne? Der Mann hat vor einigen Minuten gesprochen. Aber die Kopfverletzung könnte schlimmer sein als gedacht. Oha. Sie können hier nicht rein, Ma'am. Sind Sie verrückt? Mein Mann ist da drin. Tut mir leid. Lassen Sie mich rein. Wer hat hier das Sagen? Bitte treten Sie zurück, Ma'am. Sie ist auf unserer Seite. Lass sie durch, Leute. Ja, Peck, mach erstmal eine Ansage hier. Peckman. Sie müssen eine CT machen. Vielleicht hat er intrakranielle Blutung. Dazu fehlen uns die Mittel. Der Großteil unserer Ausrüstung wurde vom EMP zerstört. Wir wollen uns mit der USS Titan treffen. Dann können wir deren Einrichtung nutzen. Ma'am, bitte. Boah. Ja, natürlich, so ein Militärschiff muss natürlich auch seine eigene Krankenstation haben. Ich wundere es gerade, dass die... Na gut, die Betten können ja nicht fest verankert sein, ne? Aber... Ja gut, so sehr schwanken tut ja so ein Schiff auch nicht immer. So, wo geht's denn hier weiter? So, wir folgen mal Peck einfach. Vielleicht führt uns ja sogar... Ja, der... Es scheint so, als wenn der auch gerade... sich aufmacht zu Irish. Dass er auch immer noch seine komplette Ausrüstung trägt, ey. Nee, die legen sie nicht ab. Auch hier an Bord nicht. Immer alles dabei. Wir ja auch. Wir schlafen ja sogar in unserer Uniform. Also, ich würde mir zum Schlafen, gerade wenn es hier so warm ist, ein bisschen was Bequemeres anziehen, was auch nicht ganz so warm ist. Alter, so ein Riesenschiff, ey. Was war denn das für eine EMP, ey? Mächtig. Irish ist voll in Ordnung. Er bringt uns
uns immer in solchen Situationen. Vielleicht sollte ich dazu mal was sagen. Aber die Einheit darf die Entscheidung des Anführers niemals... Redet ein bisschen leise. Das ist schlecht für den Zusammenhalt. Einen ganz kurzen Moment, ich will mal kurz beim Audio schauen. Okay, wir können bloß den Gesamtsound. Was ist denn VoIP? Passe die Gesamtlautstärke an, alle Sounds. Hm. Was ist VoIP? Außer den Squad hören, um mit ihnen sprechen zu können. Okay. Moment, was stand da eben? Auftragsbelohnung M4. Nice. Was weiß ich? Letzten Endes war es deine Entscheidung, nicht Irishs. Hey, Irish! Rack! Und Rack. Ka. Racker, Racker, Racker. Überlebende. Mit der Kulis? Schwangerschaftstest? Gemacht, oder? Ja. Leuchtstäbchen. Hey. Komm schon mal, du glaubst doch diesen Sie sind der Feinscheiß nicht. Nein, natürlich nicht. Aber nicht du hattest das Kommando. Dann hat es Wrecker übertragen. Was die alles dabei Ach, haben, ey. Worum geht's hier überhaupt? Das Richtige zu tun oder um das Scheißprotokoll? Scheiße, schwer das sein muss. Weißt du was? Sollen die da oben klären? Ich red mit Garrison, wenn's nicht. Das ist schon krass. Nein, nicht du, sondern der Squadleader. Vielleicht auch, guck mal die Taschen an, rechts und links. Die Arme können die gar nicht richtig anlegen. Das muss total unbequem sein. Kann man kaum 400 Flüchtlinge auf diesem Schiff aufnehmen. Zetro der Wunderkeks wieder hier, wa? So, triff dich mit Garrison. Es war das Richtige. Deine Argumentation musst du doch fallen, Irish. Okay, unser Squad besteht jetzt nur noch aus 3 Mann. Mal sehen, vielleicht werden wir noch mehr. Also, ich glaube schon, dass wir noch mehr werden. Ja, stimmt. Da haben wir die Trailer schon ein bisschen was verraten, aber ich bin mal still. Was ist das hier? Ein Lämpchen oder eine Beatbox? Schöne Box hier, ein bisschen Bassbox. Ach du Gott. Gefechtsstation, was geht denn jetzt ab? Was geht denn ab? Ach du Gott. Die Titan. Alter. Die haben die USS Titan zerstört. Das ist aber uncool. Oh, Alter, wie alles zerstört ist. Alter, das ist krass. Ah, das ist ein Träger. Ne, das ist gar nicht die Titan oder was. Die Titan ist doch bestimmt kein Träger. Guck mal, da sind richtige Jets drauf. Und den Jets und so starten. Alter Vater. Ich meinte mal gut, es sind sehr viele Leichen. Es ist ein Spiel, aber überleg doch mal, was das an Schaden wäre, ja. Was das alles kostet, ey. Das ist der Wahnsinn, wie viel Geld da in so ein Militär und sowas fließt. Das ist richtig krass. Die Zeit wird knapp auf der Titan. Irgendwer muss an Bord gehen, bevor sie im Meer versinkt. Ah, das ist sie doch, okay. Es gibt eine Reihe von Variablen. Wir wissen nicht, wer angegriffen hat und ob sie wiederkommt. Überraschungen können wir uns nicht leisten. Auf Tombstone ist Verlass. Sergeant Wrecker. Agent Kovic übernimmt die Führung. Seine Befehle gelten so viel wie meine eigenen. Erlaubnis zu sprechen, Wegtreten. Sir. Aber Captain Sergeant Wrecker... Ich diskutiere nicht mit dir, Irish. Du gehörst deinem Squadleader. Ich schaffe Platz für Überlebende. Wer ist er? Die Valkyrie geht in Defensivposition, okay. 1 Kilometer östlich der Titan. Agent Kovic, lassen Sie antreten. Wir durchsuchen die Titan nach Intel und Überlebenden. Nehmt Waffen und Atemgeräte mit. Waffen und Atemgeräte. Oh, was haben wir hier? M4? Nee, doch. Schauen wir mal. Haben wir ein M4 schon SG-553. Präzisionsgewehr. Achso, das ist 6-facher Zoom sogar denn. Okay. Was ist denn? Ist eigentlich Karabiner, Sturmgewehr? AEK kommt noch. AK-12, M16, A4? Was? Keine M16A3. Oh. Oh. So, was nehmen wir da mit? Was nehmen wir da mit? Wollen wir die mal mitnehmen? Die SG-553, komm, nehmen wir die mal mit. Und als Sekundärwaffe nehmen wir dann die Rex mit. Haben wir noch keine andere? Achso, und Atemgeräte. Dass wir tauchen jetzt ein bisschen. Ich habe einen Rip klar gemacht. Los! Ein Rip? Wir sind die Trottel vom Dienst. Lass es, Irish. Jetzt gehen wir zu viert darüber, oder was? Ey, krass. Beeilung, huh?
So weit wechseln wir? Lol, wir waren noch eben noch ganz nah dran.